Morgen. Gibt endlich mal wieder ein Video von mir. Ich habe jetzt hier endlich Arbeit gefunden. Bin zwar nur noch eine einzige Woche jetzt in Melbourne, aber für die Woche habe ich jetzt ein bisschen Gartenarbeit gefunden und Free Accommodation. Das heißt, ich wohne da dann auch. Und jetzt bin ich gerade schon auf dem Weg zum Zug. Es ist viel zu früh. So früh war ich hier noch nie wach. Naja, doch, in den ersten paar Nächten hatte ich noch echt Jetlag-Probleme und konnte noch nicht ganz so lange schlafen, wie ich jetzt immer schlafe. Das sind noch ein paar Freunde von mir, die ich noch Tschüss sagen muss. I'm leaving. Bye. You come back here. Oh. No, I don't come back. No, really? I love you. How do you say bye in German? Tschüss. Adios. Tschüss. 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 Just kiss in Swedish. Tschüss. Bye. Tschüss. Bye. I will miss you all. Das war jetzt noch ein süßer Abschied. Ich werde die alle vermissen. Das war echt eine ziemlich coole Zeit. Ich habe euch ja einmal mitgenommen. War voll die Familie dort. Jetzt geht's in ein super geiles Strandhaus. Ich war gestern schon mal da und habe nicht gefilmt. Und jetzt bin ich da tatsächlich auch mit dem Backpack hin unterwegs und werde jetzt, glaube ich, eine ziemlich geile Woche haben. Sind direkt am Strand dort. Das ist ziemlich fett. This is a perfect night to catch a cold. Frankston angekommen. Hier muss ich jetzt noch kurz auschecken mit meiner Karte und dann geht da, wo ich jetzt arbeite. Der holt mich hier direkt ab am Bahnhof. Ich bin jetzt hier angekommen. Das hinter mir ist mein Bett. Da hinter euch seht ihr direkt das Meer. Und wir gehen jetzt direkt schnorcheln. Die anderen warten schon auf mich, deswegen muss ich los. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich schnorcheln bin mit euch. Ciao!